Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum, zu einem neuen Part aus dem Nether, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Die Eisenspitzhacke ist fast kaputt, Steinspitzhacke haben wir noch. Hier brennt alles, weil wir im letzten Part ein bisschen gezündelt haben. Dann haben wir uns in ein Bett gelegt, hier im Nenner, das kurzerhand explodiert ist. Okay, wir haben ein paar Fackeln, eine Fackel haben wir eingesammelt, besser als nichts. Nehmen wir uns noch eine zweite Spitzhacke, Fackel, ich bin auch ein bisschen durcheinander. Nehmen wir uns noch eine andere Fackel mit. Da sehe ich auch noch eine Fackel. Jetzt wird es hier zacke die Duster. Zappenduster. Nein, da drüben ist Licht. Da drüben sind aber auch Monster. Ich habe kein Schwert mit dabei. Das muss ich verloren haben in den Flammen. Ich brenne. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Lösch dich. Ja, lösch dich, Zwergi. Du bist schlecht im Nether. Nee. Töte mich nicht. Okay, den haben wir getötet. War scheinbar nicht zu schwer zu besiegen. Ich versuche mir mal ein Schwert zu holen. Sekündchen. So, eleganter Cut. Ich habe mir ein Schwert besorgt und eine Spitzhacke aus Eisen. Hat jetzt ein bisschen Zeit beansprucht. Aber gut. Das muss einfach jetzt wert sein. Oh, wen haben wir denn da oben? Ich stürze mich jetzt einfach auf die Gegner drauf. Ich hoffe, das ist kein allzu großer Fehler. Na komm, töte mich nicht. Na komm, töte mich nicht, bevor ich dich töten kann. Au. Au. Oha, es sind einige geworden. Oha, sie vermehren sich. Sie vermehren sich. Wären viele. Oha. Was ist das? Ein Magma-Krämer. Okay. Ich glaube, gegen die sollte man eigentlich nicht so sehr kämpfen. Die vermehren sich wie die Fliegen. Zack. Ich krieg auch noch weg. Zack. 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 Puh, naja. Das sollte man sich, glaube ich, überlegen. Und Fackeln habe ich auch noch zu Genüge mit dabei. Erkunden wir heute den Nether. Schauen wir ein bisschen, was hier geht. Ich gehe gerne auch ein bisschen tiefer hinein. Schleiche um die Ecke. Ich bin hier absolut neu. Ich habe absolut keine Ahnung vom Nenner. Deshalb könnte ab und zu mal ein bisschen lustig werden. Das mit der Basis im letzten Part war ja auch schon mal ein bisschen lustig, dass ich mich da eingebaut habe. Ich hörte, das ist der richtige Weg. Ist bestimmt auch der richtige Weg, aber naja. Darf man sich dann halt nicht in ein Bett legen. Jetzt wollen wir erstmal voran. Müssen wir uns noch mit den Fackeln den Weg markieren. Damit wir den Weg dann auch wieder zurückfinden. Das wäre dann schon ganz praktisch.
und über den Weg dann auch wieder zur Heimat, zum Heimatsportal zurückfinden. Hier ist gerade wahrscheinlich relativ wenig los, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja einem etwas unereignisvollen Nennerpunkt angekommen bin, dass das jetzt hier nicht der ultimative Nenner ist, sondern doch eher, naja, einer mit weniger Schätzen und mit weniger Monstern. Wie wär's denn mit dem Monster hier? Na, du Kleiner. Kommst du her? Was bist du denn? Ein Mini-Zombie. Na, er hat ein Goldschwert. Ein Schweine-Zombie. Okay, ich hoffe, der hat jetzt nicht hier ins Familie gerufen. Da hinten ist irgendwas hell. Da mache ich mich mal auf den Weg hin. Ganz vorsichtig. Schaut, ob wir es noch schätzen. Oder waren wir hier einfach nur schon? Ja, hier hängen einfach nur unsere Fackeln. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir schon erkundet. Ah, okay. Alles klar. Das Leuchten trügt. Dann wollen wir uns hier nicht verirren. Was garantiert irgendwie passieren wird. Aber wir laufen gerade professionell im Kreis. Ja, relativ unspektakulär hier. Ich glaube, wir haben einfach das Pech, im falschen Nethergebiet gespawnt zu sein, rausgekommen zu sein, das Portal einfach falsch gefunden zu haben, beziehungsweise gesetzt. Dass wir hier einfach irgendwie in einer dreckigen kleinen Höhle gelandet sind. So schaut das gerade aus. Ich will jetzt nicht den Nether beleidigen, aber ihr wisst, was ich meine. Da habe ich andere Bilder gesehen bei anderen YouTubern, die prachtvoller und großartiger aussehen. Mit Ghasts und so weiter. Mit großen Monstern. Und schlimmeren Herausforderungen. Lavafeldern. Und wir sammeln hier derweil ein bisschen Stein. Ein bisschen Netherstein. Das kann auch irgendwo zu nützlich sein. Das Netherquarz ist auf jeden Fall. Das ist zu irgendwas nütze. Habe ich nur noch nicht herausgefunden, zu was. Ich grab hier gerade einfach wild drauf los. Eine Spitzhacke habe ich noch mit dabei. Die brechen hier wohl sehr schnell. Hoffte hier irgendwas zu finden im Nether, hier irgendwas Spannendes zu erleben. Tja. Netherstein. Davon haben wir schon genügend. Na, genügt bestimmt noch nicht, aber schon eine ganze Menge. Okay, hier geht's ein bisschen weiter. Hier mal markieren. Drei Fackeln, die eine Richtung zeigen.
So. Schau mal um die Ecke. Spannende Musik. Außer dieser spannenden Musik und den paar Monstern war hier noch nicht so viel los. Auch hier eher nicht. Auch hier eher die Enttäuschung. Ich will Lavafelder sehen. Sehen, nicht hineinfallen. Ja, so komme ich hier durch auch nicht weiter voran. Die Höhlentaktik wird hier, glaube ich, nicht viel bringen. Wenn wir uns hier einfach gerade voraus, wenn wir uns gerade lang bollen, obwohl ich höre hier gerade Lava. Ich hoffe, das wird uns hier nicht zum Verhängnis. Dass wir direkt hineinsteuern in ein Lavafeld. Die Musik sorgt für Dramaturgie. Ich höre es plätschern. Ich grab mich weiter geradeaus. So. Gleich schwimmt die Lava auf mich zu. Und ich bin am Arsch. So kennen wir es schon. Bisher aber eher nichts. Zurück. Tja. Also. Ein bisschen was plätschern haben wir gehört. Spektakulär. Wie eh und je. Zwergenfrust. Nach unten graben ist jetzt hier nicht die Möglichkeit. Und nach oben. Ich weiß es nicht. Hier brutzelt es ein bisschen. Oh, ja, das ist das Feuer. Das Feuer, das wir selbst gelegt haben. Joa, so kann man auch einen Part im Nether verbringen. Von wegen Gefahren. Die Gefahren des Nethers waren bisher das Bett, was ich selbst platziert habe. Das waren hier die einzigen Gefahren. Ja, das können wir nicht abbauen, weil der Eisenspitzhacke ist auch gleich alle. Ja, da wären wir dort, wo wir aufgehört haben. Am Portal. Wir kommen nicht weg von dem Portal. Ja, so sieht's aus. Keine Ghasts, keine Riesenmonster. Was vielleicht auch besser ist für uns. Weil so einfach jetzt in den Riesenmonsterkampf zu stürzen. Tja. Wäre jetzt vielleicht auch nicht die beste Variante. Na
Ein Aufnahmetimer sagt, der Part ist noch ein bisschen jung. Der Part ist noch jung. Wir können hier noch ein bisschen voran. Solange die Eisenspitzhacke hält, können wir voran. Ansonsten kommen wir nicht mehr voran. Da oben sehe ich noch ein Zombie. Zombie-Schwein. Und noch ein bisschen Eisen. Ding ins Erz. Die sterben aber schnell. Ein Goldschwert. Okay, das ist was wert. Naja, viel nicht, aber kann man mitnehmen. Kann man machen. Und Nenner-Quarz haben auch ist dabei. Viele Fackeln haben wir nicht mehr. Wir müssen uns mal Fackeln mitnehmen. Naja, hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Ein paar Monster abmetzeln. Nichts drin. Nichts drauf außer Zahnbelag. Nichts los. Ein etwas ruhigeres Örtchen. Etwas ruhigerer Nether. Ja. Dann bauen wir uns doch hier noch ein Häuschen. Nether. Dann schauen wir mal, dass wir den nächsten Part vielleicht wieder außerhalb des Nethers machen. Ja, vielleicht machen wir uns mal auf die Suche nach einem richtigen Nether-Portal. Vielleicht gehen wir mal wieder auf Wanderschaft. Das wäre mal eine Idee. Vielleicht finden wir noch was anderes. Also Nether jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber machen wir halt wieder einen Wanderschaftspart. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht davon, dass jetzt hier nur so ein bisschen mit den milden Monster rumgekloppert habe. Und sucht man sich hier wohl nicht aus. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Ja, jetzt brauche ich mir einfach nach Overworld-Regeln hier einfach ein kleines Häuschen. Kleine Unterstellung. Und wofür muss man ja die gesammelte Erde in den gesammelten Stein verschwenden? Man könnte doch mitnehmen, aber naja. Und da muss man mir mal sagen, wofür man den braucht. Den Nether-Quarz auf jeden Fall, den nehmen wir mit. Mal den Nether-Stein. Erstens haben wir dann noch genug. Autsch. Und zweitens, eine richtige Funktion hat der, glaube ich, nicht. Ich habe mir, glaube ich, mal auf Minecraft Wikipedia, so ein Minecraft Wiki, mal durchgelesen. So grob habe ich das mal kurz überflogen. Ist das Netherstein wohl dazu da, dass man das, man kann es wohl mit einem Feuerzeug dann anzünden. Man könnte unter Umständen, also es ist halt brennbares Gestein, wie wir da drüben sehen. Das Feuer geht da recht langsam aus. Das heißt, man könnte es unter Umständen, man könnte damit eine Stadtmauer unter Umständen bauen. Halt irgendwelche Brennfallen entwickeln, aber ja,
Also irgendwie eine Steinmauer und eine Steinmauer damit nach außen hin mit Nennerstein auskleiden und das dann anzünden. Das wäre so meine kreative Idee. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. So von der Logik her ging es am besten. Nennerquarz kann man, glaube ich, zu einigem verarbeiten. Das ist, glaube ich, eine Ressource, die kann man durchaus mal verwenden. Ja, jetzt haben wir hier unser hübsches kleines Häuslein. Schön, schön. Kleine Unterkunft. So, hier noch Fackel an der Tür. So. Wundervoll, Ski. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, dann würde ich ansonsten mal nach oben kramen, wenn noch eine Möglichkeit, wenn man eine Spitzhacke hätte. Ach du heilige Scheiße, das Portal ist aus. Wie, was? Achso. Ist das ein anderes Portal oder was? Das sieht aus wie ein anderes Portal. Ich habe mich gerade erschreckt. Das hat plötzlich, ja, das hat plötzlich die Form eines Portals. Das war wohl mal ein Portal. Habe ich hier zwei Portale drin? Das ist auf jeden Fall noch ein anderes Portal. Okay. Ja. Spitzhacke habe ich nicht mehr mit dabei. Könnte man hier noch ein bisschen über mir Nennerquarz abbauen. Ansonsten. Hier wieder googelnd aus dem Nennerportal raus. Wird mir mal richtig schlecht, wenn ich hier durchs Nennerportal gehe. Ist nicht immer das Leichteste. Ja. Hungerbalken ist voll aufgeladen. Herzen auch. Es passiert selten, wenn man aus dem Nether rauskommt. Tag ist es auch noch. Ja. War mal wieder ein kurzer Trip hinein. In den Nether. Tut mir leid, dass das dann wieder ein kurzer Trip ist. Es war eigentlich länger geplant. Ich dachte eigentlich, dass ich da ein bisschen was Längeres draus mache, dass da eine Weile bleibe, ein bisschen in der Nether erforsche. Gestottert wird hier auch schon. Ja, na gut. Was hilft es? Haben wir halt hier ein langweiliges Örtchen im Nether gefunden. Steht halt da das Portal. Ja, nächster Part Wanderung. Würde ich sagen, bringen wir erstmal unser Zeug zurück. Und dann bereiten wir uns im nächsten Part auf die Wanderung vor. Nehmen wir uns ein bisschen Zeug für die Wanderung mit. Dann geht's auf lange Wanderschaft. Machen wir da ein paar Parts draus. Zwei, drei Parts auf Wanderung, wie ich das kenne, sind wir dann nach zwei, drei Parts wieder halt dann der Bock, nach Hause zu wollen. Ja, und so weiter. Da mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part. Minecraft Arno auf meinem Kanal wieder oder in einem anderen Video, in einem anderen Let's Play Projekt wieder. Ja, bis dahin habt ihr eine angenehme fürstliche Zeit. Haut daran, nehmt es mir nicht zu übel. Die Geschichte mit dem Nether und man sieht sich. Ciao, ciao.